ihr Lieben, ich bin wieder zurück aus New York und ich möchte gar nicht lange rumquatschen, weil, wie ihr sehen könnt, das wird heute ein New York Haul und ich habe sehr viele Sachen mitgebracht aus New York. Und was genau, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich habe ein paar Klamotten geshoppt, nicht so viel, weil so richtig viel, muss ich ehrlich zugeben, gab es nicht. Und ich habe natürlich aber ganz viel bei Sephora geshoppt. Also ich war mehrmals da und habe leider auch immer wieder was Neues gefunden, was ich unbedingt natürlich brauche, weil ich es ja noch nicht habe, hier hinten auf meinem Tisch. Aber gut, man ist nur einmal in New York oder naja, man ist jedenfalls nicht so oft dort und hat die Möglichkeit, Marken zu shoppen, die man hier einfach nicht bekommt. Ich versuche euch aber auch für jedes Teil eine Alternative rauszusuchen. Die schreibe ich euch alle hier unten in die Infobox. Ich habe auch schon ein paar Sachen gefunden, die es auch in Deutschland gibt. Und ja, ich höre jetzt einfach auf zu quatschen und zeige euch die Sachen, weil ansonsten sitzt ihr morgen noch hier und guckt euch das Video an. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei heutigen Haul. Ich glaube, ich starte erstmal mit den Klamotten, weil das sind nicht so viel. Und zwar, wir waren in einem Outlet, da gab es einen Laden, der Plus-Size-Sachen herstellt. Und die hatten auch Schuhe. Und selbst, ihr wisst, wie es in Deutschland ist, selbst die dünnen Mädels, die normale Waden haben, passen oftmals in die Schuhe nicht rein. Und deswegen war das natürlich sehr, sehr geil für mich. Ja, der Laden heißt Torrid. Und ich habe mir dort Stiefel gekauft. Schwarze, die haben hier hinten Schleifen und die sind so, so niedlich. Und die haben einen wirklich sehr, sehr weiten Schaft. Also das ist wirklich genial, weil wie gesagt, ihr kennt's, das ist wirklich schlimm. Wenn man ein bisschen prallere Waden hat, sage ich mal, kann man die Schuhe in Deutschland vergessen. Und deswegen, ja, es gab auch nur noch ein paar von denen und auch noch meine Größe. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Größe ist. Ich habe die einfach angezogen und die haben gepasst. Weil mit den amerikanischen Größen kenne ich mich auch immer nicht so gut aus. Und ich fand die so süß wegen den Schleifen. Und deswegen habe ich mir die gleich mitgenommen. So, dann wollte ich euch noch kurz was zeigen. Das gibt es nicht in Amerika. Ich habe sie nicht gefunden, sondern in Deutschland. Ich weiß, passt jetzt gerade nicht so rein, aber die sind so schön. Und deswegen musste ich sie euch zeigen. Und zwar sind das die hier. Meine neuen Nikes. Die sind auch noch ungetragen. Die hebe ich mir wirklich fürs Frühjahr auf. Und die sind einfach so schön. Ich liebe sie und ich packe euch die mal in die Infobox, falls es sie noch gibt, weil sie wirklich schnell ausverkauft waren. So, dann waren wir bei Tommy Hilfiger im Outlet. Super günstig, also wirklich Wahnsinn. Und da habe ich mir einfach so ein Standard-rosa T-Shirt gekauft. Ganz cool, finde ich, für den Frühling mit einer Jeansjacke drüber. Und dann habe ich mir noch ein ganz normales rosanes Shirt geholt, was ich auch ganz cool finde, weil... Ja, mit einer Lederjacke oder auch Jeansjacke drüber finde ich es richtig, richtig geil. Und rosa. Ihr wisst ja, rosa geht ja immer bei mir. Ich liebe rosa einfach. Und die gibt es aber auch in Deutschland. Kann ich mal gucken, ob ich die euch... Ich habe ja voll den Fable für Kochschürzen, weil ich auch immer eine Kochschürze trage. Und ich habe meine Traumkochschürze in New York entdeckt. Und das ist die hier. Die ist so wunderschön. Die gibt es in ganz vielen Läden, wo man halt so Mitbringsel kaufen kann von New York. Dann habe ich mir ein Levi's, wie auch immer, T-Shirt gekauft. Ich finde es ganz geil, wenn man einen Lippenstift trägt, der in der Farbe hier ist. Die Kombi finde ich ganz cool, auch wieder mit einer Lederjacke drüber oder so. So, dann muss ich euch mein Highlight zeigen. Ich war bei Michael Kors im Outlet. Und Outlet, damit meine ich auch Outlet, nicht, also oftmals ist ja Outlet hier in Deutschland, dann sind es, weiß ich nicht, 50 Euro reduziert. Aber ich habe eine Tasche gefunden, die habe ich gesehen und da stand auch wieder mein Name drauf sozusagen. Und wir sind auch alle gleichzeitig dahin und alle wussten schon, dass ich diese Tasche haben möchte. Ich zeige sie euch mal. Das ist die hier. Die ist so schön, oder? Ich habe sie Stella genannt. Das ist Stella. Das Gute an der Tasche ist, dass man sie einmal kurz tragen kann. Also so. Man kann sie aber auch über die Schulter tragen, weil das Band kann man so machen. Und dann kann man sie komplett über die Schulter legen, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Ja, und das ist die Tasche. Guckt euch bitte an, wie schön sie ist. Oh, ich liebe sie. Dann habe ich mir noch bei Michael Kors eine Sonnenbrille gekauft. Die setze ich einfach mal auf. Meine Schwester sagt, sie sieht gut aus. Ich habe sie noch nicht so richtig gesehen, weil ich ja Kontaktlinsen brauche, um sie so richtig zu erkennen. Ansonsten bin ich ja blind wie ein Fisch.
Aber wenn ich das Video bearbeite, dann sehe ich ja, ob die Brille mir steht. Und ja, so sieht sie aus. Ich werde mir dort auf jeden Fall meine Stärke reinmachen lassen bei Vielmann. Ansonsten kann ich sie nur tragen, wenn ich Kontaktlinsen trage. Und das mache ich sehr selten, weil meine Augen immer so doll wehtun. Ja. Dann habe ich mir noch wunderschöne Schuhe gekauft. Die sind von Forever 21 und die sind so schön. Die bindet man sich dann so ums Bein und macht dann so eine Schleife. Und das sieht so schön aus, weil das ist so ein rosa Peach-Ton, diese Schuhe. Wirklich, die sind so wunderschön und gab es bei Forever 21. So, dann habe ich mir noch bei Forever 21 ein Kleid gekauft, was auch mein Name gerufen hat. Und zwar ist es das Kleid. Das Einzige, wo ich immer so ein bisschen Bedenken habe, ist bei diesen Ärmeln, wenn die so Trompetenärmel haben. Aber meine Schwester meinte, das ist so schön und ich weiß, dass es auch diesen Monat, diesen Sommer sehr modern sein wird. Also liege ich voll im Trend und das ist so schön, dieses Kleid. Also oh, ich freue mich schon richtig, wenn es Frühling wird und man das Kleid tragen kann. Ist das nicht schön? Als ich dann damit zur Kasse gegangen bin, haben auch ganz viele gefragt, oh, nice. Woher hast du das? Auf Englisch natürlich. Ja, so. So, was darf natürlich nicht fehlen, wenn man in New York ist. Richtig, Victoria's Secret. Und ich habe mir da so ein bisschen Schnickschnack gekauft. Einmal hier so einen Schlüsselanhänger. Das ist übrigens, ja, das neue Design von Victoria's Secret. Und einmal eine Reisepasshülle. So sieht die aus. Und dann habe ich auch noch ein Highlight, davon haben wir auch gleich drei Taschen mitgebracht, für die anderen, die zu Hause geblieben sind, mein Bruder, mein Papa und so weiter. Bei Tommy Hilfiger gab es eine Sporttasche und, naja, ich zeige es euch einfach mal. Das ist die hier. Ich glaube, das kommt jetzt ziemlich orange rüber, oder? Nee, also es ist halt wirklich neonpink. Und ich hatte die mit auf dem Flug und da wurde ich so oft gefragt, woher ich die Tasche habe. Und die ist so geil, die ist so geil. Hier habt ihr noch eine große Schnalle für den Sport. Und ja, man muss nur aufpassen, die wird schnell dreckig. So, ich muss noch mal ganz kurz aus der Reihe tanzen. Und zwar wollte ich euch noch mal bei der Gelegenheit meine Kopfhörer zeigen, die ich wirklich so, so feier. Und mein Freund auch. Wir haben nämlich zwei bekommen. Einmal für mich, das sind die hier. Und die sehen sehr, sehr edel aus. Das sind die. Und mein Freund hat auch welche bekommen. Der hat die in schwarz bekommen. Der nutzt die auch täglich, weil er halt auch immer sehr, sehr oft ins Fitnessstudio geht. Und ich hatte die jetzt auf dem Flug dabei. Und ich habe nichts gehört, was links und rechts passiert ist. Und ich hasse nichts mehr als dieses komische Flugzeugbrummen. Und ja, ich habe dann natürlich die ganze Zeit Filme geguckt und die Kopfhörer sind wirklich so, so genial. Und ich teile euch das heute mit, weil ich habe einen 15% Rabattcode für euch. Und da gibt es auch so schöne rosa, ne? Die habe ich ja auch schon, die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und ich habe das zugeschickt bekommen und habe die jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum getestet. Wenn ich beim Sport war oder wenn ich geflogen bin, wie gesagt, jetzt schon das zweite Mal. Das erste Mal habe ich sie in Ägypten getestet. Und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Und was bei mir auch immer wichtig ist, bei so einem Kopfhörern, die Kabel nerven mich unglaublich ab und diese Kopfhörer haben keine Kabel, also es funktioniert mit Bluetooth, was natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn man sie einfach aufsetzen kann und fertig. Also ich verlinke euch mal den Rabattcode hier in die Infobox. So, ich glaube, das war jetzt schon alles an Klamotten, was ich geshoppt habe, also nicht so viel. Und was ich euch jetzt zeigen werde, ist die Kosmetik, die ich mir bei Sephora gekauft habe. Ich fange einfach mal an mit meiner Lidschattenpalette, die ich mir gekauft habe und ich nutze sie auch nur noch. Ich habe sie auch heute drauf, weil die einfach perfekt ist. Da ist jede Farbe, die man braucht, dabei. Und zwar ist das die hier von Tarte, so heißt die Firma. Und die ist so schön, davon gibt es jetzt auch, glaube ich, schon eine zweite. Aber ich habe jetzt Tarte in Bloom, so heißt meine. Und die Palette hat die perfekten Farben. Also von hell bis dunkel, alles dabei. Das ist meistens matt, was ich sehr, sehr schön finde, weil es auch für den Alltag perfekt ist. Und hier auch die Schimmerfarben sind auch noch dabei, zwei. Und, nee, drei sogar, hier oben ist auch noch eine. Und ich liebe diese Farben, ich liebe jede einzelne Farbe. Und ja, das ist das Erste, was ich mir gekauft habe. Und ich bin so begeistert von Tarte, weil die Pigmentierung ist so krass. Also hier seht ihr nochmal die Farben, sehr, sehr schön. Und als Nächstes, ich musste mich leider wirklich beeilen, Leute, es tut mir echt leid, wenn ich das so runterrasse, aber
Dann guckt ihr wieder das Video nicht, wenn es zu lang ist. Oder ihr meckert dann wieder. So, als nächstes habe ich einen Blush gekauft von Too Faced. Auch mega begeistert von der Firma. Warum gibt es so eine geile Marken bei uns nicht? Ey, Mann, Wahnsinn. So, das ist der Blush. Und das ist die Farbe. So. Und das? Ja, sehr, sehr schöne Farbe. Auch super schön pigmentiert, super schön weich im Auftrag, trage ich auch heute auf den Wangen. Dann habe ich mir noch ein Make-up geholt, was sehr gehypt wird bei YouTube, bei den amerikanischen YouTubern. Und es ist der Hype wert. Es ist, glaube ich, die beste Foundation mit der Naked Foundation zusammen, die ihr ja auch in Deutschland bekommt, die ich jemals hatte. Ich liebe sie, sie ist so krass. Ich habe sie auch heute drauf. Das ist die hier. Oh, jetzt scheint die Sonne natürlich voll drauf. Mann, blöde Sonne. Das ist von Too Faced auch wieder, Born This Way. Wirklich mega krass. Aber ich habe gehört, bei trockener Haut soll sie nicht so gut sein. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, weil die sich dann absetzt. Aber bei so einer fettigen Haut, wie ich habe, ist das wirklich der Shit. Also ich kann sie wirklich, wirklich empfehlen. Und ich hoffe, dass Too Faced genau das hier sieht. Na klar. Und ja, diese Marke nach Deutschland bringt. Hallo? Ihr würdet ja hier wohl so mega viel Umsatz machen. Als nächstes habe ich, dass die Firma Becker dieses Video hier sieht und die Firma nach Deutschland bringt. Die ist nämlich genauso krass. Und zwar ist das die hier. Das ist auch von einer YouTuberin aus Amerika, Jesselyn Hill. Die kennt ihr vielleicht auch. Das ist die hier. Die macht ja wirklich mega schöne Videos. Passt mal auf, ich zeige euch den Highlighter überhaupt, den habe ich auch heute drauf. Der ist so krass pigmentiert. Das ist der hier. Oh Mann. So, und guckt euch das an. Seht ihr das überhaupt, die blöde Sonne? So sieht das aus. Guckt mal bitte in der Sonne, wie der glitzert und schimmert. Und der ist so wahnsinnig krass. Ich liebe diesen Highlighter, der passt wirklich zu jeder Hautfarbe, der ist so wunderschön. Also die sind wirklich krass pigmentiert. Ich bereue es, dass ich nicht noch einen mitgenommen habe. Champagne Pop, das ist auch der berühmteste. Richtig geil. Dann habe ich mir noch einen Highlighter gekauft von Hourglass. Das ist der hier, das ist so ein rosaner, der ist auch wirklich richtig schön. Aber trotzdem muss ich sagen, sieht man das? Dass der von Becker noch krasser pigmentiert ist, aber den rosa, den liebe ich auch sehr, weil der sieht total schön auf der Nase aus. Oder? Dann muss ich mir natürlich noch was von Marc Jacobs holen und da habe ich mir einen Blush gekauft, weil die Blushes sehr, sehr schön sein sollen. Und ich finde ihn auch super, super toll. Die Farbe ist super, super schön und der ist auch sehr, sehr schön pigmentiert. Und das hier ist der von Marc Jacobs. Der ist wirklich sehr, sehr schön buttrig und lässt sich daher auch sehr schön aufbauen. Und ja, ist auch nicht zu krass, weil es gibt auch Blushes, finde ich, die dann einfach zu extrem, dass man wirken, sodass man wie ein Clown aussieht. Aber der ist sehr, sehr schön. Der Preis von den Marc Jacobs Blushes ist natürlich weniger schön. Der hat $45 gekostet, ist ja gleich wie Euro. Und ja, aber es ist wirklich, die Qualität ist sehr, sehr gut. Also man merkt es auf jeden Fall zu einem Drogerie-Blush ist es auf jeden Fall ein Unterschied. Dann habe ich mir noch ein Spray von Urban Decay geholt. Das ist extra für ölige Haut, dass das Make-up einfach länger mattierend bleibt. Sehr, sehr gut. Und ich glaube aber, das gibt es auch bei uns in Deutschland. Ich schaue mal. Aber ich bin sehr begeistert, das Make-up hält wirklich den ganzen Tag schön matt. Dann habe ich mir einen Concealer gekauft, der auch schon sehr, sehr lange gehypt wird. Und zwar ist es der hier von NARS. Aber ich kann euch sagen, der kommt auch sehr nah an den Naked Concealer dran, den ich ja hatte, den ich verloren habe. Und ja, ich habe hier die Farbe übrigens, Light 2.5. Sehr, sehr gute Farbe, weil es nicht zu hell ist. Dann sieht man ja auch immer irgendwie ein bisschen aus wie ein Clown. Und ja, also den finde ich auch sehr, sehr krass. Weil der setzt sich auch überhaupt gar nicht in den Fältchen ab. Der ist wirklich auch sein Hype auf jeden Fall wert. So Leute, dann habe ich mir noch einen Augenbrauenstift von Anastasia Beverly Hills gekauft. Darf natürlich auch nicht fehlen. Gibt es auch schon in Deutschland. Aber die Farbe ist wirklich sehr, sehr gut. Die ist, die heißt Chocolate. Ich weiß nicht, ob es den hier in Deutschland gibt. Ich gucke und verlinke euch das in die Infobox. Den kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es lässt sich wirklich sehr schön auftragen.
Ja, Leute, und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so richtig machen soll. Ich habe mir natürlich noch ein paar Lippenstifte geholt. Und die meisten sind matt. Also den ich heute drauf habe, das ist der von Too Faced, der hier. Das ist die Farbe Queen Bee. Ja, ich weiß gar nicht. Am besten ist eigentlich, wenn ihr mir bei Instagram folgt, weil da habe ich die jetzt in den nächsten Wochen bestimmt immer mal wieder drauf. Also ich kann euch mal kurz sagen, ich habe mir noch einen von Anastasia Beverly Hills geholt. Ich wollte einen haben, den Stella, glaube ich, ist es. Den gab es natürlich in keinem Sephora mehr. Ich war wirklich in 5 Sephoras oder so überall ausverkauft. Das ist die Farbe, auch ein sehr schöner Nude-Ton, auch in matt. Dann noch so eine ähnliche Farbe, das ist der hier. Der ist auch richtig schön, der ist von Make Up For Ever. Richtig schöne Farbe, aber ihr seht, die sind alle so ein bisschen ähnlich. Dann habe ich noch eine Farbe von Kat Von D. Ja, da haben auch viele gesagt, soll ich viel mitbringen, aber ehrlich gesagt fand ich die Farben da alle nicht so geil. Und es ist auch wieder so ein Ton. Ich bin so ein Opfer, ich habe immer dieselben Farben, ne? Also... ja, irgendwie langweilig ein bisschen. Hm, haben wir denn hier noch wieder so einen Ton? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles geholt habe. Dann habe ich noch einen Lipgloss von NARS geholt. Ach nee, der war auch geil. Wartet, das ist auch so ein schöner, glänzender. Ja, das ist so. Der hier, der ist auch richtig schön. Den kann ich ja, mache ich den mal rauf? Das ist so ein richtig schöner Barbie-Nude-Ton. So ein bisschen rosa, aber nicht zu rosa. Voll schön. So. Dann habe ich noch einen Lipgloss gekauft. Der ist von Smashbox. Diese Firma gibt es ja auch in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es den in Deutschland gibt. Ich gucke alles für euch nach. Und der ist so krass. Der ist nämlich Roségold. Der sieht so aus. Seht ihr das? Das ist da nämlich auch gerade voll angesagt in Amerika. Richtig krass, oder? Wow. Der ist so, so geil auf den Lippen. Ja, Leute. Das waren schon meine ganzen Sachen. Das Video geht bestimmt wieder 100 Stunden lang. Die Sonne kommt jetzt hier auch um die Ecke. Da wird es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Video. Und deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, wir sind fertig für dieses Mal. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen, auch wenn ihr vielleicht viele Sachen hier nicht bekommen werdet. Aber viele Leute, sage ich mal, fliegen ja auch nach Amerika. Und Sephora gibt es ja auch in Polen zum Beispiel. Und ja... gibt es ja schon mittlerweile öfter als nur in Amerika. Und deswegen hoffe ich, dass ihr an die Marken auch irgendwie rankommt. Wie gesagt, ich verlinke euch ganz viele Alternativen hier in die Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sag jetzt lieber Tschüss, weil ansonsten sprengt es hier den Rahmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!